Ist Christoph von Linux und ich, und ich möchte euch heute ein Programm vorstellen, mit dem ihr euren Android-Handy auf den PC-Desktop übertragen könnt. Das Ganze geschieht mit einem unmodifizierten, naja, nicht ganz unmodifizierten Android-Handy, modifiziert in dem Sinne, dass man Rootrechte braucht. Die Anwendung nennt sich Barbecue Screen. Das ist einfach eine relativ schlichte Anwendung. Die installiert ihr über den Play Store und schaltet dann über diesen Schalter hier oben letztendlich den Server auf dem Handy ein. Auf dem PC braucht ihr dann eine kleine Anwendung, die nennt sich Barbecue Screen. Gibt es, wie gesagt, für Windows, für macOS und auch für Linux, wobei sie sich unter Linux, speziell auf einem 64-Bit-Linux, ein bisschen nervig installieren lässt. Nichtsdestotrotz müsst ihr diese Anwendung auf den Rechner packen und die IP, die ihr hier im Programm angezeigt bekommt, das ist eure WLAN-IP, eingeben ins Programm. Und daraufhin verbindet es sich und ihr seht, dass ihr erstmal nur das statische Bild vom Handy seht. Aber wenn ich jetzt hier mal rausgehe, dann seht ihr, dass die Animation ziemlich flüssig ist. Man sieht es hier auch ganz gut an den Bubbles, die laufen eigentlich sehr flüssig über den Bildschirm. Hier oben sieht man die Framerate des Ganzen. Ich komme hier auf meinem System auf 25 Frames pro Sekunde. Also insgesamt eigentlich ein sehr flüssiges Bild. Andere Lösungen gibt es auch. Also zum Beispiel könnt ihr mit AirDroid den Inhalt eures Bildschirms übertragen, aber das sind dann eher Einzelbilder und kein Video, so wie hier. Ideal ist es natürlich, wenn man Abentwickler ist und seine Anwendung demonstrieren möchte, einer größeren Menge, dann hat man vielleicht den PC an einem Beamer hängen. Ja, und dadurch kann man hier sein Handy auch groß präsentieren. Wenn man den Bildschirm dreht, dann wird auch das Bildschirm hier, das übertragene Bild gedreht. Was man noch ganz gut machen kann, ist, man sieht hier eine etwas herunterskalierte Version. Also in der Standardeinstellung wird nur 50% der Bildgröße übertragen. Man kann das hier hochregeln auf OK. Dann hat man praktisch die perfekte Qualität. Allerdings bricht dann die Framerate dann doch merklich ein. Man sieht zwar jetzt nicht so wirklich einen Unterschied, aber letztendlich pegelt sie sich jetzt zumindest bei meinem Gerät dann auf 15 Frames pro Sekunde ein. Also von daher vielleicht, wenn es einfach nur zu zeigen geht, hier die Framerate wieder runter regeln. Ich habe hier aktuell ein kleines Kabel angeschlossen. Das Ganze geht wireless über WLAN. Also man muss nicht unbedingt den Rechner mit dem Handy verbinden. Ich mache das ganz gerne oder ich mache das für die Demonstration hier, denn das Handy taktet runter, sobald es vom Strom weghängt. Zumindest habe ich das gemerkt, dass dann die Framerate langsamer wird. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ach ja, muss nicht unbedingt das Ganze per WLAN machen, man kann auch per USB-Tethering das Ganze dann rein über Kabel machen, aber das lest ihr dann im Blog. Gut, viel Spaß noch bei Linux und ich. Ich bin Christoph und tschüss.